Gäste. Endlich gutes Wetter. Wirklich sehr schön. Es ist noch nie so richtig warm, aber sehr angenehm für Garten, besonders für Gartenarbeit. Und dann sind wir jetzt in den Garten gekommen, müssen was in Ordnung hier bringen. So sieht er jetzt erstmal aus. Die Beete haben wir auch schon mal vorbereitet, wo im März war. Also ein, zwei Tage angenehmes Wetter. Dann haben wir Unkraut gezupft und so weiter. Die Erdbeeren sehen noch nicht besonders gut. Habe gestern nur Stroh abgemacht. Davor, es hat immer nur geregnet, könntest du mal nichts machen hier. So, meine Beete stehen gut, kann die jetzt nur bepflanzen. Ja, die Rasensaftig steht sehr hoch. Jetzt geht um den Rasenmähen, Ordnung bringen, Wasser anpflanzen. Ich freue mich schon auf neues Gartenjahr. Und mal schauen, wie es das alles so sich gibt. Schaut ihr, wunderschöne Flieder. Oh je. Yeah. So hübsch. Der Apfelbaum steht noch voll in die Blüte, aber die Kirschen sind schon fertig. Die Birnenbaum ist ja auch schon Blüte abgefallen und sieht man, sehr viele kleine Birnchen. Ansatz ist da. Super. Dieses Jahr, ich glaube, es wird auch viel Himbeer. Und auch meine neue Sorte hat sie sich ganz schön verbreitet. Letztes Jahr hatte die noch keine Beere, aber dieses Jahr, ich glaube, bekommen wir auch was. Neue Ernte. Sehr schön. Mein Knoblauch will jedes Jahr kommen, steht wirklich sehr gut. Ernten wir schon fleißig. Schwarze Johannisbeer. Auch dieses Jahr hat sie ein bisschen mehr. Naja, das war nur ein kleines Stück, was ich von meinem eigenen Garten aus Thüringen gebracht habe und würde gerne es vermehren. Das ist eine sehr schöne Sorte von schwarzen Johannisbeeren. So, Rhabarber steht auch gut und wird auch schon geerntet. Schaut, was für eine Stiele hat. Ja, und dieses Jahr hat sie auch Blüte. Die Blüte werde ich wegdrehen, abmachen, dass die nicht zu viel Kraft nimmt aus der Pflanze. Und was kann man machen mit der Blüte? Einfach in die Vase stehen und dann irgendwo auf die Terrasse, auf dem Balkon stehen. Da freuen sie sich auch Insekten, aber auch unsere Augen, wenn das aufgeht. So, jetzt sieht wieder alles ordentlich, Rasen gemäht. Haben wir ein kleines Gewächshaus bekommen, haben wir aufgebaut. So, sieht jetzt richtig schick aus. Haben wir auch in diese Beet wieder Kartoffeln reingesetzt. Hier noch restliche Zwiebel, was ich nicht reingeschafft in ein Beet hier reingesteckt. Das ist ja ziemlich alles spät. Knoblauch. Und hier das Beet habe ich auch jetzt voll gemacht mit Rotkohl, Kohlrabi, Spitzkohl und Salat. Und Zuckerdeck. Und dazwischen dieses Jahr habe ich rote und weiße Zwiebel gesteckt. Mal schauen, ob das dann Zwiebelfliege wird, nicht da sein. Ja, so, und jetzt geht nach Hause und morgen kommen wir wieder und dann geht es weiter.